Hallo liebe Leute, ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal Grenzen des Wissens und wir haben heute wieder zum dritten Mal einen Gast und das ist wieder Professor Dr. Dr. H.C. Wolfgang Eberhardt und er hat dieses neue Buch geschrieben hier, Designing the Energy System of the Future und da geht es darum, wie wir angesichts der Klimaerwärmung weiterhin Energie produzieren können, ohne zu viel CO2 zu emittieren und auch, wie wir Energie sparen können, wie wir die Energie verbrauchen können und er will heute nur über ein kleines Kapitel aus seinem Buch berichten, nämlich die sogenannten negativen CO2-Emissionen. Es gibt nämlich nicht bloß die Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, sondern es gibt auch negative CO2-Emissionen. Da gibt es einmal die technischen negativen Emissionen, also der Versuch, das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuwaschen, aber es gibt auch natürliche Prozesse, die Kohlendioxid, dieses Treibhausgas, aus der Atmosphäre extrahieren. Das sind einmal die Landpflanzen und zum anderen die Ozeane der Welt. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, weil diese sogenannten Senken, Landpflanzen und Ozeane, die haben nämlich eine gewaltige Senkenleistung. Aber das wird uns Wolfgang Eberhardt selber erzählen im Folgenden. Ich will bloß noch kurz was zu seinem Hintergrund berichten, damit ihr auch alle wisst, wer er eigentlich ist. Er hat studiert, Physik natürlich in Gießen und Hamburg und ging dann 1978 in die USA und wurde Assistant Professor an der University in Pennsylvania. 1983 wechselte er ans Forschungszentrum von Exxon, das auch in den USA, New Jersey, und das ist dieser Mineralölkonzern. Und da hat er sich auch schon sehr intensiv mit Energie im Allgemeinen beschäftigt. 1991 ging er zurück nach Deutschland und wurde Direktor am Institut für Festkörperforschung am Forschungszentrum in Jülich. Von 2001 bis 2009 wechselte er wieder von Jülich, diesmal nach Berlin, und wurde Direktor des BESSI. Das ist eine große Forschungsinstitution, ein sogenanntes Synchrotron in Berlin und wurde da auch schon dann berufen als Professor an die TU in Berlin. Von 2009 bis 2011 wurde er Leiter oder auch Direktor des Energy Research, also der Energieforschung insgesamt, am HZB in Berlin, das Helmholtz-Zentrum in Berlin. Und ab 2011 wurde er dann noch berufen ans CFEL in Hamburg. Das also ein bisschen zu seinem Hintergrund als roter Faden durch seine berufliche Karriere zieht sich immer diese Energiefrage und das hat er zusammengefasst in diesem Buch, was es übrigens vor Weihnachten 2021, also innerhalb der nächsten paar Wochen, dann auch noch in Deutsch geben wird und auch für einen sehr niedrigen Preis in Euro. Also hier das amerikanische oder englische Buch kostet 14,99 US-Dollar und ich glaube, er versucht, das deutsche Buch dann für unter 15 Euro auf den Markt zu bringen. Aber jetzt wird uns Wolfgang Eberhardt darüber berichten, was die Senkenwirkungen der Natursysteme sind und wie sie uns helfen, das Klimaproblem in den Griff zu kriegen. Also ich räume die Bühne für Professor Wolfgang Eberhardt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte Ihnen heute vorstellen einen Teilaspekt, den ich in meinem Buch über die Gestaltung des Energiesystems der Zukunft und zur Besiegung des Klimawandels beschrieben habe. Und ich möchte mich auch ausdrücklich bei Gerd Gante für herzlich bedanken, dass er mich eingeladen hat, das auf seinem YouTube-Kanal zu präsentieren. Klimawandel ist in aller Munde. Die Politiker überbieten sich mit Versprechen, das CO2, das diesen Klimawandel verursacht, zu reduzieren, ohne genau zu sagen, wie und wie viel man das wirklich tun muss. Und die Frage ist wirklich, wie viel CO2 müssen wir einsparen, um den Klimawandel rückgängig zu machen und zu besiegen? Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist zu seit Beginn des industriellen Zeitalters. Davor hat die Menschheit total mit erneuerbaren Energien gelebt und ist auch ausgekommen, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Lebensstandard und wir müssen jetzt viel mehr Menschen auf der Erde ernähren und mit Energie versorgen und der Lebensstandard ist auch gewaltig gewachsen und das wollen wir nicht aufgeben. Wir wollen die westlichen Werte nicht aufgeben, aber trotzdem müssen wir was tun, um den Klimawandel zu besiegen. Wir sehen hier die CO2-Konzentration, die seit 1800 um
50% ungefähr zugenommen hat in der Atmosphäre. Und das ist eben der verursacht den menschengemachten Klimawandel mit allen seinen Aspekten. Jetzt möchte ich diese gleiche Kurve nochmal in einer etwas anderen Form hier zeigen. Die ist auch schon lange bekannt. Das sind monatlich gemessene CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre in Hawaii. Und was man hier sieht, ist etwas, was eigentlich ganz erstaunlich ist, ja, wenn man genau hinguckt. Denn das ist erstmal am Ersten unverständlich. Denn was wir sehen, ist grob über die Hälfte des Jahres nimmt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre deutlich ab. Wie kann sowas passieren? Wie kommt es dazu? Die Fabriken stoßen weiter CO2 aus, die Flieger sind da, die Schiffe, die Autos fahren weiter, die Stromerzeugung läuft weiter. Trotzdem geht in der Hälfte des Jahres die Erzeugung, der Konzentration in der Atmosphäre runter. Netto insgesamt über das ganze Jahr gemittelt haben wir den Zuwachs, den ich eben schon beschrieben habe. Und das ist auch der Messwert, der hier beschrieben ist. Aber wie passiert sowas? Und das wird im Allgemeinen dadurch erklärt, dass wir einen ganz komplexen Kohlenstoffkreislauf haben. Wir haben nicht nur die Emissionen von Kohlenstoff, sondern wir haben auch bestimmte Senken. Und die wesentlichen Senken, wo das CO2 wieder aufgenommen wird, ist einmal der Ozean, der das an der Wasseroberfläche austauscht, und ist das Pflanzenwachstum an Land. Denn CO2 ist ein Düngemittel, das fördert, dass die Pflanzen brauchen CO2 zum Wachstum. Und je mehr CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist, desto mehr besser wachsen die. Hier ist dieser Kohlenstoffkreislauf nochmal gezeigt. Und zwar in etwas mehr Detail, und ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Wir haben eben zum einen hier die Quellen für den Kohlenstoff. Das ist fossile Brennstoffe, die benutzt werden, verbrannt werden. Das ist Zementproduktion. Wir haben auch noch die Landnutzungsänderung dadurch, dass wir Wälder verbrennen und für Ackerbau zugänglich machen, um mehr Leute zu versorgen. Es wird auch sehr, sehr viel ausgetauscht. Es werden riesige Mengen ausgetauscht, jeweils zwischen Atmosphäre und Ozean und Atmosphäre und Land, weil es auch wieder Verwitterungsprozesse gibt, wo die Pflanzen wieder das Ausstoßen des CO2 in die Atmosphäre zurückbringen. Und das, was wir als Nettozuwachs sehen, ist eigentlich eine Differenz zwischen zwei relativ großen Zahlen, den Quellen und den Senken, die gegeneinander aufgewogen werden. Und das heißt, wir haben, und das ist hier nochmal summiert, wir haben im Wesentlichen als Quellen die fossile Nutzung, die Nutzung fossiler Energie und industrielle Prozesse wie Zementproduktion und die Änderung der Landnutzung. Und als Senken haben wir die Atmosphäre, wir haben das Pflanzenwachstum an Land und wir haben den Ozean. Und was man hier jetzt schon sieht in diesen Daten, nicht alles CO2, sondern nur weniger als die Hälfte des CO2 landet wirklich in der Atmosphäre und bleibt dort für den Zuwachs, der den Klimawandel verursacht. Wenn man sich das insgesamt mal über die letzten 60 Jahre anguckt, dann sieht man hier jeweils die Emissionen und die Senken dargestellt. Und was man auch sieht, ist, diese Balken sind nicht immer gleich lang. Das liegt daran, dass wir diese Messwerte nicht genau genug kennen. Was wir am genauesten kennen in diesen Werten, ist das Hellblaue hier, was in der Atmosphäre abgelagert wird und wie viel wir über die Nutzung von fossilen Brennstoffen hinzugefügt haben. Diese Zahlen sind relativ genau bekannt. Wie viel wirklich im Ozean aufgenommen wird und wie viel wirklich an Land Biomasse zunimmt, müssen wir einfach ein bisschen grober schätzen. Und deshalb gibt es eine gewisse Unsicherheit. Trotzdem sehen wir ganz deutlich, dass in dem Moment, wenn die Emissionen und das CO2, die Quellen zunehmen, auch die Senken eine größere Aufnahmekraft entwickeln.
Und das ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, es bleibt nicht konstant, sondern die entwickeln sich entsprechend parallel dazu. Und es bleibt immer so, über diese ganze Periode so, dass weniger als 50% des CO2 in der Atmosphäre wirklich verbleibt, was wir hinzugefügt haben. Wenn wir uns das nochmal genauer jetzt anschauen, über diese sogenannte Keeling-Kurve, die Daten aus Hawaii, dann sehen wir auch, dass die Amplituden hier von 1960 bis 1980 ist hier die Periode gezeigt. Hier beträgt die Amplitude ungefähr 5 bis 6 ppm. Und wenn wir uns die neuesten Daten anschauen in dieser Kurve, dann sehen wir eine Amplitude von ungefähr 9 ppm. Das heißt, die Amplituden dieser Kurve wachsen auch. Und das geht genau parallel dazu, dass einfach die Kraft der Senken auch zusätzlich anwächst, in dem Moment, wenn die Konzentration in der Atmosphäre höher ist. Was können wir daraus schlussfolgern? Wir haben beobachtet, weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen landen nur in der Atmosphäre. Und das ist seit 60 Jahren jetzt durch Daten bestätigt. Mit steigender CO2-Konzentration wächst auch die Aufnahme durch Biomasse und die Ozeane. Das heißt aber, dass das zusammen, sobald wir die CO2-Emissionen wirklich es geschafft haben, die auf um 50% zu senken oder um mehr als 50% zu senken, dann haben wir Net Zero erreicht. Ab dem Punkt geht wirklich die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre runter. Und der Klimawandel ist besiegt. Und was das für den Umbau des Energiesystems bedeutet, ist weiter hier drin beschrieben in diesem Buch, was es wahrscheinlich bis hoffentlich bis Ende des Jahres auch auf Deutsch gibt. Wir müssen jetzt mit der Energiewende wirklich anfangen, aber wir können das ganz klar schaffen. Dankeschön.